Hey, ich habe gerade eine Anfrage reinbekommen. Von wem? Über Xing. Wir können als Kfz-Mechatroniker arbeiten. Man kann auch über Xing angeworben werden, oder was? Ja, genau. Du kannst von Recruitern angeworben werden. Ach was. Ja, Digga, lass hin sofort. Ja, Alter, ich habe meine Arbeitskleidung an. Ja, perfekt. Ich antworte denen, dann können wir direkt anfangen. Ja, let's go. Ich habe die Felgen kaputt gemacht. Wie Gleitgel quasi eigentlich, ne? Ey, nimm das mal mit nach Hause. Dann ist vorbei. Freunde sind nie einsam. Soll ich ausmachen? Ich schwöre, wir haben aufgehört zu atmen. Der wird sich richtig freuen, ja, Mann. Ja, wir lachen, wir wechseln sie. Ja, wir wollten sie ein bisschen hübscher machen. Für den Kunden so. So, Friends, wir stehen jetzt hier vor der Kfz-Werkstatt Jürgens. Wir haben uns auch schon ready in die gemacht. Richtige Arbeitsbekleidung geschmissen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was uns heute erwartet. Genau, wir stellen euch mal den Chef vor. Let's go. Oh, Zutritt. Nur für Mitarbeiter, das sind wir. Mein Gott, Glück gehabt. Alles gut. Komm, nach so, dir. Nein, komm, nach dir. Schön, Alter. Eine Stufe. Da ist er auch schon am Werken, der Chef der ganzen Firma hier. Moin. Torte. Schön, dich kennenzulernen. Ihr wollt uns, dass wir heute hier mit anpacken dürfen. Ja, klar. Wir dürfen wir anpacken? Traust du uns das zu? Auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir gucken, wie euer Wissensstand so ist von den Autos. Okay. Quizrunde. Gleiche. Wir fangen mal mit was Leichtes an. Was finden wir hier so vor? Das sieht mir nach einem Bolzen-Schleuder von 2004 aus. Ja, nicht ganz so. Das ist leider Auspuff. Ach, das ist ein Auspuff? Genau. Geht einfach von vorne bis nach hinten. Da wurde da hinten dieses... rauskommt. Genau. Junge, ich dachte mal, das wäre nur hinten. Ich dachte, hinten wäre so ein kleiner Rohr. Ja, war's. Aber macht auch Sinn, weil da der Motor ist, ne? Richtig. Was finden wir hier? Neben dem Motor? Die Abzugshaube? Nee. Schade. Wir schauen, ob es richtig ist. Ja, wir lernen, wir lernen. Das ist das Getriebe. Hier schalten wir die Gänge durch. Ah. Ne? Aber nur, das ist bei Schaltung, bei Automatik? Hat auch ein Getriebe. Hat auch ein Getriebe. Oh. Ach so. Nur was ganz Leichtes? Rad. Also, ja. Und davon gibt es vier. Ach. Nur mal so. Was finden wir hier? Rad-Innenleben. Jetzt kann man es besser zeigen. Was ist das hier? Das Kupferrad. Die Bremsscheibe. Die darüber bremst das Auto. Und damit bremst man. Oh, und dann, wenn man bremst, geht das hier so rein? Ja, hier ist der Bremssattel, hier vorne. Ja. Hier oben kommt der Bremsschlauch. Darüber geht die Bremswirkung in diesen Bremssattel. Und da drückt sich ein Kolben auseinander und zusammen. Ja. Ne? Das passiert bei allen Vieren dann gleichzeitig, ne? Richtig. Das ist deine Firma hier jetzt, ne? Noch nicht. Noch auf Papier ist die von meinem Vater. Ah, okay. Der 1999 gegründet hat. Oh, jetzt ging jetzt das Mittagspause? Nee. Ach so. Da kam der Chef gerade rein. Ja, das ist dein Vater, ne? Genau. Und wir suchen eigentlich, weil wir würden gerne neu bauen irgendwo, aber wir finden leider kein Gewerbegrundstück. Das wäre super. Ja, siehst du, falls ihr Gewerbegrundstück habt. So ein Gewerbegrundstück in der Nähe, schon im Hüttenumkreis und so, das wäre echt super. Aber meldet euch. Ja. Man findet ja auch nichts. Du, vielleicht, wer weiß. Ne? Ja, wer weiß. Ich wollte mal was fragen. Kann ich mal dieses Ding hier runter und hochfahren? Ja, sicher. Da hätte ich mal Lust. Aber aufpassen, dass hier nichts im Wege steht. Ne? Oh ja, das ist wichtig. Hattet ihr schon mal einen Vorfall, dass einem das Auto auf den Kopf gefallen ist? Nee, also toi toi toi. Ja, noch nie. Nee. Dann wollen wir auch nicht die Ersten sein, sagen wir mal. Jetzt gibt es ja eigentlich nur zwei Knöpfe, einmal hoch und einmal runter. Ja, ich sag mal runter. Falls hier nichts runterstehen sollte, kann man runterlassen. Jetzt könntest du nur schnell wegrennen, weißt du? Ja, jetzt. Du kannst ja einfach sagen, ey, ich bring dich jetzt um. Sondern du kannst es halt noch mal. Ja, ich bring dich jetzt um. In den nächsten 10 Sekunden ist es dran. So, was ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Azubi hier anfängt? Ja. Oder auch du? Ja. So, was passiert, wenn du da jetzt eine Delle reinhaust? Doof, dann kriegt der Azubi erstmal einen Schlag in den Nacken. Ja, sehr gut. Nee, dann müssen wir den Kunden leider anrufen und sagen, das ist so. Und dann aber müsst ihr dann dafür haften? Ja, wir sind ja versichert. Ah, okay. All sowas, ne? Ja, wir sind ja direkt in der Werkstatt, also Delle rein und Delle wieder raus. Ja. Oh, Scheiße, das hatte ich auch in der Prüfung, Alter. Ey, ich auch. Ich weiß nur eine Sache, wo Wischwasser reinkommt. Oh, hier weiß ich es tatsächlich nicht, warte mal. Doch, hier, ne? Nee, das ist die Batterie. Au, da sollte man kein Wasser reinfüllen. Das war noch nicht ganz so auffällig, wo was reingehört. Das da? Nee, das ist das Kühlwasser. Hä? Was nah dran? Hier. Was nah dran? Da, ja. Oh, da ist doch Zeichen drauf. Ja, ja. Was ist das nicht hier so eine Feder, wo man guckt, wie viel Öl genau, da ist? Genau, das ist der Ölstand, zum Prüfen Ölstand. Aber da ist ja kein Öl drauf gerade, ne? Nee, das habe ich auch noch nie bei meinem Auto gemacht. Sollten wir vielleicht noch. Ist Ölstand... Kontrollieren? Ja. Ja, ist richtig. Was ist das? So, ich mal irgendeine kleine Abdeckung. Ich glaube, das kommt hier über diesen Kraftstoff.
Über die Pumpe. Das ist auch so ein Schweizer Käse. Ich hatte ein bisschen Hunger, ich dachte, du snackst hier nebenbei, während du arbeitest. Ey, Torge, sag mal, was muss man so mitbringen, wenn man Kfz-Mechatroniker werden will? Was ist das Wichtigste? Technischen Verstand. Sorgfältiges Arbeiten. Kann scheiße sein, charakterlich, aber ne? Ja. Darum geht's nicht. Teamfähigkeit sollte auch schon vorhanden sein. Ja. Aber eigentlich kann das jeder lernen. Ja, ne? Wer darauf Bock hat, der. Auf so rumschrauben und sowas, ne? Und dieses Gefühl, irgendwas, was nicht läuft, wieder zum Laufen zu bringen, das stelle ich mir auch sehr geil vor. Ja, Mann. Also, wenn ich manchmal zu Hause eine Schnur schaffe, einfach ein Brett an die Wand bekommen. Alter, ich fühle mich so, als könnte ich wirklich Häuser bauen. Ja, mir ist so. Jetzt stell dir mal vor, du schraubst am Auto rum und es fährt wieder. Ja. Du bist ja auch verantwortlich quasi, dass das Ding wieder läuft. Ne? Und wenn sich, dass die Leute sicher wieder auf die Straßen kommen. Ja. Ne? Wichtiger Punkt. Du musst nachts schlafen können und wissen, die kommen heil ans Ziel. Du machst irgendwas bei der Bremse verkehrt oder so, machst auch keine Bremswirkung. Ja. Dann kommt er nicht rein. Schon ein wichtiger Beruf. Auf jeden Fall. Gut, da haben wir auch schon den, was, wie heißt man das hier nochmal? Heck. Das ist die Frontmotorscheibe. Frontloch. Wie nennt man das noch? Warte, nee, das wissen Motorraum. Wir. Motorhaube. Motorraum. Motorraum. Das ist ein ganzer Raum, da kannst du einen Wohn, Digga, drei Zimmer wohnen. Zieh doch da ein. Du mein Bett Haus. Die ist schneller fertig, Digga, als wächst die, Alter. Bei diesem Auto, der hat leider hinten rechts einen Druckverlust. Da muss irgendwas im Reifen stecken, also den erneuern wir jetzt. Mhm. Stellt euch immer unter Beweis. Oh. So eine Bohrmaschine habe ich zu Hause auch, um meine Regale anzubringen. Bruder, so eine hast du nicht, weil die kannst du nicht mehr tragen, Alter. Jetzt demontieren wir hier den Reifen. Jo. Kein Wunder, dass die bei der Kfz immer solchen Bizeps haben. Braucht man einen Bizeps, um Kfz-Mechatroniker zu sein? Ein bisschen Knöpf brauchen. Bisschen, ja, ne? Aber das haben wir ja Gott sei Dank. Ja, da guckt ihr mal. Ich bin doch auf Kreatinkur seit 3 Monaten. Einfach mal durch. Ohne die Felgen, ne? Ach du Scheiße. Ja, die Felgen sind teuer und wichtig, Alter. Pass auf jetzt. So daran. Warte mal, was heißt Felge? Das hier? Darf ich nicht berühren? Ja. Darfst du berühren auch nicht. Halt mal deine Hand runter, damit, wenn die Schraube runterfällt, du sie aufhängst. Oder die Schraube wiegt wahrscheinlich auch 7 Kilo. Ruhig runterfallen. Richtig rein, glaub ich. Geht nicht. Weiter. Oh. Ich hab die Felge kaputt gemacht. Bruder, mach du das. Warte, ganz kurz. Nee, ist doch eigentlich schon, Gott sei Dank. Ey, dieser Moment kennt ihr, wenn ihr so anleckt und wissen wollt, ja, ob ich... Ja, du siehst so fett krass, ne? Ja. Ist schon ab. Ist schon ab? Ja. Ah, okay, das ist nur am Anfang. Mach mal. Ja, genau. Mach mal, das ist nur am Anfang. Okay. Zeig, wer du bist. Alles klar, Alter. Da ist es. Digga, so eine Schraube kann ja nicht mal verloren gehen, Alter. Guck dir das, den Oschi mal an. Einmal hier unten ein bisschen fest, Alter. Der fällt mir auf den dicken Zeh und dann ist das tot. Der Zeh oder der Reifen, Digga? Der Zeh ist eh schon tot. Ja, so ein bisschen festhalten. Warte, aber fällt der runter? Ja. Ja, Digga, das ist doch schwer, Alter. Schaff ich das? Klar. Mach deinen Kopf da weg. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Okay, nimm mal den raus. Jetzt ist der Reifen lose. Ja. Los. Ja, das ist das schöne Vorführeffekt. Funktioniert nicht? Nee, also der Reifen, der backt jetzt hier auf der Radnabe noch drauf. Och, du hast ihn einmal geschlagen, Alter. Einmal mit so einem, das hätten wir auch machen. Oh cool, darf ich den wegholen? Aber hier. Oh. Willst du noch ein kleines Ohrloch haben? Hier? Hier ist ein Stecker, hab ich gedacht. Ich will, mein Ohrloch ist eh ausgeleiert, Digga, das passt da bestimmt rein. Hier ist eine neue. Oh ja. Oh, und wo packe ich das hin? Brauchen wir das hier noch? Das brauchen wir gleich. Torge, ihr habt die ganzen Sachen nicht immer hier, die müsst ihr wahrscheinlich selber auch bestellen. So, genau. Ja. Aber wir werden hier 4 bis 6 Mal am Tag beliefert von 2 verschiedenen Großhändlern. Ah. Also wir kriegen eigentlich innerhalb von 3 Stunden eigentlich relativ alles. Krass, ja, muss man auch. Manchmal kommen die Leute wahrscheinlich an und sagen, hey, ich brauche heute. Ja. Man muss, glaube ich, auch bei dem Job echt so Zeit haben, flexibel sein. Zeit könnte man auch haben. Ich weiß nicht, was ich tue. Ist das, wo die Luft rauskommt? Ja. Oh ja, jetzt hör mal. Ja. Oh, ja. Perfekt. Oh, Mann, ganz gut. Yo, motherfucker! Ey, wäre kacke, wenn man jetzt so ein Mini-Ding verliert, aber das passiert ja bestimmt oft, oder? Es gibt auch neue, ne? Sei mal ehrlich, wie oft kriegst du auf dem Boden, Digga, und suchst eine Schraube? 1 von 10 Mal bestimmt. 1 von 10 Mal, das geht doch. Oder ich sag die Lehrlinge, das ist halt. Ja, die Lehrlinge, heb mal die Schraube da hinten aus. Junge, das nenne ich, achso, das ist ein Pinsel, ich dachte, das wäre eine Schraube. Naja, und du so? Jo. Läuft. Und dann noch eine gute Mittagspause, ne? Dass die Luft da raus ist. Perfekt, Alter, ist der halbe Tag schon rum. Ach, guck mal, Manni. Schieben wir da rein. Hier rein. So. Und auch aufpassen, dass der jetzt nicht an die Felge. Auf die Felge. Jetzt drücke ich hier mal, da oben mit loslassen. Und die Türen so. Oh, krass. Wow. Mein Gott, es gibt heutzutage auch tolle Geräte, die einem helfen, ne? Ja, ja. Wie nennt man dieses ganze Ding? Das ist die Reifenmontiermaschine. Den zieh mal ran. Den hier. Mann, ich kann ja nicht mal ran. Lange Arme von Vorteil, wenn man hier in der Kfz anfangen will. Wir müssen nur aufpassen, dass der jetzt nicht so... Die Lappen müssen noch so ein bisschen sauber. Ja, super. Den lege ich jetzt hier mal als Schutz ein bisschen rüber.
cool. Digga, wie so eine Dose, die man öffnet. Ja, boah. Ey, das ist ein Zeichen. Nice. Ja. Heute jetzt zum Kunden da, ey. Reiß dich zusammen. Lass mal Musikvideo kurz drehen. Wir machen ganz kurz ein Musikvideo vor dem Auto hier, okay? Und los. Und. You got my pants in my neighbor. Irgendwie siehst du ganz normal aus. Die Lupe ist schrott. Ah, da, guck mal in die Auge. Pascal, hörst du mal auf zu lachen? Alter. Und? Na? Hey, du Headset, Digga. Oh Mann. Jumu, fucking Jumu. Ey, hier ist eine gute Schaufel. Brauchst du die noch für den Garten, Alter? Ja, Digga, die ist richtig. Die nehmen wir mit. Was machen wir denn mit der Autoschaufel? Ich glaube, wenn einer kommt und rummuckt und sagt, Alter, du hast das falsch gemacht. Ja, dann messen die dich um. Und dann das Schaufel. Grabschaufel. Ja. Hab dich schon gegen das Auto fallen gesehen, Alter. Wo ist mein Lappen? Hier, der Lappen ist hier. Ich wollte es sagen. Oh, das klingt gar nicht gut. Oh. Doch. Cool. Ja, so sieht das denn aus, auf den wir fahren. Junge, ich dachte, du wusstest nicht, dass es so breit ist. Du, ich dachte immer, das wäre nur vorne so ein Ding. Ich dachte, das wäre wirklich nur so eine Rattenkappe. Ja, Digga. Ich habe ja gar keine Ahnung. Nee, das ist eine Felge. Das ist eine ganze Felge? Ja. Und was kostet so ein Reifen? Also so unterschiedlich. Ich glaube, der liegt bei 120, 130. Da gibt es ja auch von bis, ne? Marken, okay. Ob es No-Name ist, ob es jetzt ein Bridgestone oder Michelin ist. Und der Kiss? Wer? Also, vielleicht komme ich da mal rüber, mein Gott. Ja, wirklich, jetzt reicht doch mal. Du erkennst das wahrscheinlich sofort, ob das so ein Billo-Reifen ist oder ein richtig guter, oder? Das ist echt schwer zu erkennen. Ja? Ja, das ist also auch die Billig, das heißt Billigreifen, aber die, vom Profil her denkt man, das sind auch Premium-Reifen. Und ist das zum Beispiel ein Winterreifen jetzt oder Sommer? Das ist ein ganz anderes Reifen. Woran sieht man das? Winter hat noch mehr kleine Riffel und Sommerreifen. Der hat halt nicht diese Zwischenstriche, ne? Der hat halt eine, so ein bisschen glatter. Mehr positive Anteile auf dem Reifen. Von den beiden, spielen wir jetzt ein. Von beiden mit dem Pinsel! Ah, geil! Kunstunterricht bei Frau Schmidt hat sich gelohnt. Alter! Wow! Digga, Malediven! Junge! Einmal rein, oder was? Einmal schön rein da und schön hoch. Wow! Das ist wirklich schön lattig. So, geil. Jetzt kriegst du eine schöne Gesichtsmaske. Ja, komm her! Jetzt schmieren wir hier einmal die Flanke rein. Die Flanke einschmieren. Achso, ja, okay. Ja, die Flanke. Ja, die Flanke, sag das doch. Mein Gott, zeig doch die Flanke, Traube. Ja. Wir sagen Flanky, weißt du? Deswegen war ich kurz verwirrt. Flank sagen wir eigentlich. Flank. Auf Englisch. Ja, wir sind mehr so im amerikanischen Bereich tätig. Flank needs to be eingreifend. Ja, with the blue Malediven. Das ist eine Montageplatte, ne? Damit der Reifen gleich hier schön rüber. Ja, schön rüber. Wie Gleitgel quasi eigentlich, ne? Ey, nimm das mal mit nach Hause. Marvin, ich komme heute mit dem Pott nach Hause. Das Land, er hat Land gesagt, Digga, schon zum siebten Mal. Ich hab mir schon mit Schottland-Fuß an. Du so, Reifen. So, bei manchen Reifen, wie man es auch bei denen erkennen kann, muss man darauf achten, wo der saß. Rechts oder links in Fahrtrichtung. Oh Gott, ach du Scheiße. Ne, weil, ah, darf ich raten? So lang, also nach vorne da. Richtig. Ja, warum? Also muss der ich schwöre, ich wusste nicht. Ich weiß nicht. Es sieht rechte. Mir danach aus. Ich hätte eher gedacht, dass das nach vorne ist, weil diese Pfeile hier nach vorne. Das ist nach vorne. Also so ist nach vorne, ne? Ja, siehst du, was falsch. Da weißt du, wen du einstellen musst. Ja. Ja. Jetzt könnt ihr mir einmal drücken und nach unten wieder drehen. Melly, auf rechts. Hier mit dir. Wollen wir dem auch direkt mal den Kunden die Felge sauber machen? Die sieht doch scheiße aus. Boah, guck mal, musst du noch mal hoch. Frisch Lampen da in der grünen Box. Mein Gott, ey, wir sind ein super Service hier. Alter, die sind richtige Lampen. Zeig mal. Meine Ex-Freunde sind auch da drin, ey. Jungs, ich muss mal ran, Alter. Ja, mein Gott. Mir ist halt die Pizza, Alter. Ey, gute Lampen habt ihr. Ja, aber richtig. Kann ich mir einen rausnehmen? Das fällt gar nicht auf, Digga. Warum sagst du das? Wie lange geht denn so eine Kfz-Ausbildung? Oder heißt das überhaupt Kfz-Ausbildung? Genau. Wie lange geht die so? In der Regel 3,5 Jahre. Und was ist, wenn jetzt jemand so richtig handwerklich begabt ist, aber die Zeugnis, Alter, sieht ganz katastrophal aus? Ja, man muss schon eine gewisse Punktzahl oder auch Prozentanzahl erreichen in den Zwischenprüfen auch. Aber es ist nicht so, dass man jetzt, wenn das wirklich so hochbegabt ist, technisch und handwerklich begabt ist, dass man den jetzt nicht unterstützen kann oder so. Ne? Ja, okay. Also, da tun auch die Handwerkskammer jetzt nichts. Die tun das Leben nicht so schwer. Ja, oder das machen ihnen das Leben nicht so schwer. Ja, das ist cool. Mhm. Weil manchmal ist das ja so, dass man eine scheiß Note hat, wo ich mir denke, ja, aber die tut doch nichts zur Sache, Alter. Musikunterricht, weißt du? So? Ja. Oder so, ja, aber du kannst nicht singen, Alter. Wie willst du einen Reifen wechseln? Ja. Wie lange hast du gebraucht? Ich hab Regelzeit gemacht. 3,5 Jahre. Okay. Aber wir denken auch dadurch, dass der Betrieb nicht, was ich wollte, durfte nicht wechseln. So, das entscheidet dann den Betrieb quasi. Ja, wenn der damit nicht einverstanden war ist. War das dein Vater, der das nicht wollte?
So. Ja, und jetzt da, wo Torge das gemacht hat, selber schuld. Jetzt hat er nämlich seine eigene Werkstatt. Ja, yes. Du hältst die Finger hier zwischen. Au, 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 das weh, ne? Ich weiß nicht, was passiert. Dann ist vorbei. Oh! Mega. Chill mal. Maddy, mach, zieh mal ab und dann mach ich schnell rein. Da kriegt man kurz so Panik. Ja, das ist schon wieder raus. Stress, das ist purer Stress. Oh, das sind doch richtige Arbeitshände. Geil, mach mal ein Bild, damit unsere Eltern endlich mal denken, wir haben gearbeitet. Ja, ist so. Man muss mal appreciaten, dass Torge sich heute Zeit genommen hat für uns, obwohl der Geburtstag hat, Alter. Happy birthday to you, happy birthday. Und Pascal, kannst du mal mitsingen? Maddy, willst du? Oh ja, ich komm mit, warte. Komm. Ich mach das. Und hepp. Und Georg, mach mal gemeinsam. Hey, Freunde sind nie einsam. Und jetzt? Wie kriegen wir das Ding jetzt ran? Wohin? Ja. Oh, in die Sport. Denk an die Finger. Höher, muss hier. Ja, ihr schafft es. Ich bin mit dem Bein, Alter. Mach mal was, Alter. Torge! Digga, der ist mit einer Hand. Komm, ich nehme das mal ab. Wir müssen das einmal sauber machen. Oh, sauber machen. Warte, das haben wir doch gelernt. Das ist der... Wie heißt es nochmal? Bremsscheibe. Die Bremsscheibe meinst du sauber machen? Ja, die Narbe. Was hat die Narbe? Eine Narbe? Was ist passiert? Natürlich mit Schutzbrille, ne? Natürlich. Natürlich. Klar. Ich hab sie. Und los. Ach, wie süß. Die Schlange. Dio, Christian Dio. Christian Dio, Dio. Wow! Sag es doch! Kann da was passieren? Nö. Arm ab? Nö. Ja, genau. Ja, perfekt, der sitzt gut. Ohne Schrauben kein Halt. Denk mal drüber nach. Einfach mit ins Leben nehmen. Ja. So, ich guck mir nochmal den Hexantrieb an. Wie sieht der aus? Also ich würde sagen, da haben wir eine K9-Situation. Ja. Die sieht nicht gut aus. Und was ist mit den... L4er, B12er. Ich schau mal kurz nach. Ja, der könnte auch mal ein Lendenwirbelsäulenproblem darstellen. Der ist schneller als der andere. Ja, der hat ein bisschen mehr Budget gehabt, ne? Ah, hör mich auf. Hört er von alleine auf? Ja, ja. Achtung, wir haben gleich den Drehmoment, ihr Lieben. Und den Drehmoment. Haben wir es schon geschafft? Ja. Ja, dann kann man nochmal einen High Five, ne? Einer mal, ne? Und sich selbst loben. Nerven. Und letzte Arbeit, das war für alle vier Leute, die Luft prüfen. Und dann hier so? Genau, den einmal wieder raufstecken. Hey. Medi, steck mal rauf, ich prüfe dann mal. 2,3 Bar, Salat, vorne und hinten. Ey, eine Punktlandung, ihr Lieben. Das sagt er. Oh, 0,7, habe ich mir gedacht. Ich auch. Oh mein Gott, Alter. Der 3,2 Bar. Das ist gar nicht gut, ne? Das ist überhaupt nicht gut. Alter, wir arbeiten echt langsam, oder, Torge? Ja, du kannst ruhig ehrlich sein. Für den nächsten Tag ist es in Ordnung. Für den nächsten Tag ist es noch. Ist 2,2, aber egal. Wie viel brauchen wir denn? 2,9. Passt! Das kann der Kunde nachher wieder abholen. Okay. Und jetzt habe ich eben noch einen Anruf reinbekommen, dass wir für Kunden ein Auto abholen sollen. Mhm. Wir bieten da auch einen Hol- und Bringservice an und das holen wir jetzt mal ab. Okay, und dann finden wir das hier ein bisschen auf, oder? Genau. Ja, perfekt. Aber wie holst du denn das ab mit so einem LKW? Ja, Abschleppwagen. Abschleppwagen? Geil, oh, geil! Ich wollte schon immer mal abgeschleppt werden. Ja, schleppen wollen. Locker, das ist immer so ein Witz für den Kaffee. Ey, yo, ich geh wieder jemals abschleppen. Okay, Torge, wir sollen das jetzt darauf machen? Ja. Okay. Ey, kannst du mal die Tür zu? Aufgehört zu atmen, als du so rang, Alter. So, wir haben jetzt den Wagen von dem Kunden abgeholt und haben den hier ganz alleine, also Luisa, hochgemacht. Was willst du, Alter? Ja, auf deiner Seite. Willst du gleich loskommen? Ja, das Auto ist irgendwie nicht das Schickste, sehen wir gerade. Hier ist alles ziemlich schimmelig. Das können wir ja gleich mal machen. Aber wir machen das gleich schon. So. Hier. Ja. Ey, wir dachten, ich hab so eine Bandscheibe, Alter. Wir dachten kurz, wir wären zum Spaß hier, Alter. Ja. So, wir fahren jetzt zurück zur Station und peppeln das Ding mal richtig auf. Wir sollen nur Reifen wechseln, entspann dich mal. Ja, wir gucken mal, was wir noch machen. Okay. Let's go. Wir sehen uns bei Jürgen. Wo sonst? So, Mädels, aus jetzt hier.
hier einmal Räder wechseln. Das geht bis jetzt. Ja, okay. Und ich habe auch kurz das Gespräch. Wir machen das. Jetzt gleich. Ey, was hältst du da von dem Ding so ein bisschen aufpimpen machst? Ey, das wäre doch ein geiler Service. Gedacht, ne? So schwarz ist voll langweilig. Ja. Wir peppeln das Ding hier immer um. Ey, ohne Spaß. Egal, muss eh gewechselt werden. Oh, yeah. Bruder, let's go! Lass doch ausmalen, lass doch ausmalen. Ey, lass doch vorne Betty und Blut rein. Der wird sich richtig freuen, ja, Mann. So, und jetzt machst du den weiter, weißt du? Ja. Erkennt man gar nicht, aber hier. Warte kurz, hier. Hier. Oh, wie neu. Oh Gott. Ja, egal, du mit Pink, mit Pink, mach mal Pink. Oh. Und jetzt kannst du abziehen, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Okay, lass uns. Egal, lass uns. Ich schwöre, 1:1. Ja! Oh. Ohrenpipi. 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 Egal, da kommt erstmal ein Pflaster hin, Alter. So. Ne? Klar, du bist schneller. Aber ich fahr vor dir. Ja. Mach mal nach das Gesicht. So nice. Ich finde es so viel besser als vorher. Ja. Ganz ehrlich. Bin ich aufgepimpt. Pinken Kontrast, lass uns jetzt mal hingucken. Ja. Ja. Was haben wir denn gemacht? Tja. Wir konnten die Reifen wechseln. Ja, die lachten, die wechseln sie. Ja. Wir wollten sie ein bisschen hübscher machen. Für den Kunden so. Nicht gut? Ich muss euch erst den Kunden erklären. Ich glaube, ihr wollt es vor das Feierabend. Ja, gut. Wenn ihr den Wagen mal braucht, wir würden den nehmen. Ja, wir würden ihn sonst nehmen. Ganz gut gesagt. Ja, gut, Torge, dann. Danke, dass ihr hier seid, Wurf. Ja. Alles klar, ciao, ne? So, ihr Lieben, das war's beim Kfz-Meisterbetrieb Jürgens. Ich würde sagen, ein toller Abschluss, oder? Ein toller Abschluss. Ich finde, der Wagen ist uns gelungen. Wir müssen mal gucken, wo wir als nächstes arbeiten werden. Vielleicht schauen wir da nochmal bei Xing vorbei. Ich würde vorschlagen, beim Schrottplatz. Das ist da müssen wir dann den Wagen abgeben. Außer vielleicht, also die Zuschauer wollen den vielleicht haben, oder? Vielleicht wollt ihr den haben, Alter. Wir können den auch gerne verlosen, aber es schimmelt so ein bisschen da drin und ihr kommt nur durch die Beifahrertür rein. Und wenn euch das nicht jucken sollte, dann schreibt uns gerne mal. Genau, folgt uns. Natürlich, Alter, folgt uns. Bild, folgt uns auf YouTube, ja. Sendet uns 3000 Euro und dann, ja, hier und dann gehört die Karre euch, Alter. So, ich würde dann sagen, ab nach Hause, ne? Fährst du oder fahr ich? Komm, fahr du. Aber wir können nur durch die Beifahrertür rein. Deswegen dann, so. Tschüss, aufgepasst, hier ist ein bisschen Schimmel drin. Ein bisschen Schimmel schadet nie. Eine letzte Message am Ende des Abends. Ohne Schimmel kein Pferd. So sieht's aus. Einfach mal drüber nachdenken. Tschüss.